Aber MK8 kann ich nicht mehr spielen. Das kann man höchstens bei Hübi in den News anschauen. Aber, hey, jeden Samstag Mario Kart 8 News auf Hübi LP. Hey Leute, wie geht's euch? Willkommen zurück zu Let's Play Mario Kart 8 in Form der Channel News. Ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen verplant, weil ich gerade noch drüben mir die Videos der letzten Woche hier zurechtlegen wollte, dass ich hier ein bisschen besser über die letzte Woche reden kann, und dann ging das Rennen schon los. Deswegen der hier leicht verplante Start. Aber ja, ich denke, wir sind jetzt alle heil angekommen. Wir wissen alle, dass wir hier in den Channel News sind. Und das ist doch die Hauptsache, oder? Gut. Ja, wir sind mal wieder beim Wochenrückblick angekommen. Was ging die letzte Woche? Was ging kanaltechnisch? Ja, ich denke, ein ganz großes Event hat die gesamte letzte Woche überschattet, was, glaube ich, so jeder mitbekommen hat, so, ne, Nintendo Switch, Breath of the Wild, krankes Game, jeder liebt es, es ist ein gutes Spiel und, jeder sollte es gespielt haben, so ungefähr kann man das Ganze zusammenfassen, was letzte Woche passiert ist, natürlich nicht so kurz, aber ich denke, das ist doch die Hauptsache. Zu dieser ganzen Breath of the Wild Sache kann ich nur auf ein Video verweisen, was morgen kommen wird, aktuell mache ich es ja so, dass ich zwei Breath of the Wild Videos bringe und ein anderes Projekt aktuell. Also entweder Mario Maker oder Pokémon oder eben jetzt heute die Channel News. Und morgen kommt eine Pokémon-Folge, wo ich über das Thema rede, wie viel Uploads oder wie viele Videos pro Tag eines YouTubers gehen in Ordnung? Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Und wie sorgt man dafür, dass die Community dran bleibt, dass die Community noch die Möglichkeit hat, sich alle Videos anzuschauen und so weiter. Also über diese, ja, über das Thema die perfekte Upload-Zahl eines Games rede ich morgen in Pokémon. Also, falls sich jemand fragt, warum mache ich genau zwei Breath of the Wild Videos am Tag, und wie machen das andere und was halte ich für gut und schlecht und vor allem, was denkt ihr darüber, da schaltet dann auf jeden Fall morgen in Pokémon Weiß 2 ein. Da habe ich wirklich sehr gut über das Thema geredet. Ich glaube, es waren am Ende wirklich 17 Minuten, die ich darüber geredet habe. Also, ich habe es wirklich fast geschafft, die ganze Folge mit diesem Thema zu füllen. Schaut auf jeden Fall mal rein. Es ist wieder eines der Themenvideos, mit dem ich sehr zufrieden bin. Aber, ja, das ist so der aktuelle Stand der Dinge. Zweimal Breath of the Wild und einmal was anderes. Und ich fahre damit, glaube ich, eine ganz gute Schiene. Natürlich, Breath of the Wild schauen viele bei anderen YouTubern, die teilweise auch mehr Parts am Tag bringen. Das heißt, bei anderen YouTubern sehen sie mehr vom Game als bei mir. Trotzdem hat sich bei mir doch ein guter Kern an Leuten gefunden, die mich durch dieses Abenteuer begleiten, worüber ich auch sehr froh bin. Und viele haben auch gesagt, ja, das ist aktuell das Let's Play, was ihnen am besten von allen Let's Plays auf meinem Kanal gefällt. Und ja, ich finde es doch toll, dass ein Spiel, was so viele andere auch spielen, bei manchen von euch einfach so einen großen Anklang findet. Da bin ich euch sehr, sehr dankbar. Weil es könnte auch sein, dass mein LP halt in der Masse der ganzen anderen untergeht und sich niemand mehr für meins interessiert. Aber ich finde es halt, ja, dennoch einfach trotzdem toll, dass so viele das bei mir auf dem Kanal anschauen. Und, ja, wollte ich da einfach mal ein großes Danke sagen. Witziger Fun Fact: Nachdem ich Part 1 und 2 am Freitag hochgeladen habe, hatte ich erstmal direkt, glaube ich, instant 8 D-Abos. Weil Leute sich, glaube ich, dachten, oh shit, Hübi bringt Breath of the Wild, das will ich nicht sehen, ich will nicht gespoilert werden, D-Abo. Das war echt, ich dachte so, ja, vielleicht kommen ein paar neue dazu, zack, 10 weg. Die Zahl hat sich jetzt wieder übers Wochenende relativiert, aber fand ich einen ganz lustigen Fact. Aber wie gesagt, kann ich auch irgendwo verstehen. Wenn einfach Leute, die Switch noch nicht haben, sagen, sie wollen nicht gespoilert werden und ich jetzt halt anfange, da einfach Videos hochzuladen und über die Thumbnails bekommt man immer was mit. Auch wenn die Thumbnails spoilerfrei sind, trotzdem bekommt man einfach Eindrücke vom Game und auch über die Titel, das kenne ich. Und deswegen kann ich es auch niemandem verübeln, dass er da sozusagen meinem Kanal entfolgt ist. Aber ich dachte, das wäre ein ganz cooler Fact, den ich hier mal kurz sagen könnte. Also Breath of the Wild hilft meinem Kanal gar nicht. Die gehen alle zu Nintendo und zu anderen YouTubern. Voll die Wichser. Nein. Ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen was ich dazu erzählen kann. Der Freitag war für mich ein bisschen strange. Ich habe ja am Freitag mir Urlaub genommen, weil ich dachte, okay, die Switch kommt raus. Ich möchte dazu eigentlich direkt Instant-Videos machen und ich hätte eigentlich auch Bock, halt die Konsole selber direkt, nachdem sie bei mir ankommt, anzuzocken. Und da ich sowieso noch einen Urlaubstag aus 2016 hatte, den ich bis Ende März 2017 nehmen musste, dachte ich mir, okay, du hast eh einen Urlaubstag, den du nehmen musst. Nimmst halt den Freitag. Ja, hat sich's gelohnt? Nicht wirklich. Warum? Weil der Postbote am Freitag erst um 3:30 bei mir ankam. Um 3:30 und ich habe den ganzen Tag gewartet. Ich habe sogar den Wecker auf 10 Uhr gestellt, dass ich den Postboten nicht verpasse. Und wann kommt der um 3:30? Da wäre ich auch schon fast wieder aus der Arbeit daheim gewesen, weil Freitag geht's bei uns nicht so lange in der Arbeit.
Naja, egal. Ich habe den Tag Urlaub trotzdem genossen. Ich habe gerade gefrühstückt und wie gesagt, wird mir nicht vom Urlaubskonto für dieses Jahr abgezogen. Also alles easy. Aber ich hätte gerne früher das Ganze in der Hand gehabt. Aber naja, wenn ich es wirklich von Anfang an gehabt haben wollte, also von Anfang an haben wollen würde, dann hätte ich es mir nicht vorbestellen müssen auf Amazon, sondern hätte irgendwie um 8 Uhr bei irgendeinem Mediamarkt vor der Tür stehen müssen, um mir das Ganze zu snacken. Egal. Ich glaube, die Leute, die Breath of the Wild bei mir gucken würden, tun es auch. Ich habe großen Spaß an dem Spiel, wie glaube ich die meisten anderen auch. Ich denke, ein 98%iger Metascore spricht für sich, dass dieses Spiel innerhalb der ersten Release-Tage direkt unter, ich glaube, den Top 5 oder Top 10 der besten Spiele aller Zeiten landet. Ich denke, das ist eine Hausnummer für sich. Da kann, glaube ich, keiner anzweifeln, dass das ein schlechtes Game ist. Ja, und ich kann es nur bestätigen. Vor allem jetzt die heutigen und dann auch die nächsten Parts werden halt sehr interessant, weil ich einfach die Tutorial-Landschaft, sage ich einfach mal, verlassen habe. Ich stürze mich jetzt in die große, weite Welt und entdecke die ganze Zelda-Welt und, ja, ist halt nicht mehr die Tutorial-Insel. Ich werde nicht mehr von A nach B geschickt, sondern ich kann selber entscheiden, was ich mache. Und das ist halt schon cool. Und da kommt dann erst dieser ganze Open-World-Faktor richtig zum Tragen, der ganz am Anfang des Games in den ersten 4 Parts angedeutet wurde. Also, falls Leute nach den ersten 4 Parts sagen, puh, irgendwie ist das Game nichts für mich, schaut nochmal vielleicht in Part 6, 7 oder 8 rein und macht euch dann nochmal ein finales Bild von dem Spiel, ob ich es euch angucken wollte oder nicht. Nur so als Hinweis, so als kein, also ich will jetzt nicht irgendjemanden aufhören, schau mein Breath of the Wild Let's Play. Keine Sorge, soll nicht so wirken. Ich bin eh sehr zufrieden mit 150 Aufrufen pro Part, nach den ersten Tagen, vielleicht sogar ein paar mehr. Ist für ein Zelda-Spiel ungewöhnlich viel. Ich weiß, es wurde natürlich sehr gehypt, aber die Konkurrenz ist halt auch auf dem Let's Play-Markt sehr groß. Also da einfach danke, dass das so viele bei mir gucken. So, ich habe jetzt hier die Videos an der Seite nochmal aufgemacht. Ja, viel Breath of the Wild, wie zu erwarten. Mario Maker läuft noch. Ich hatte mein Video in Pokémon Weiß 2 über Akzeptanz und Toleranz, nachdem da Mert dieses sehr schwulenfeindliche Video gedroppt hat. Finde ich toll, dass das so viele angenommen haben. Ich habe wirklich viele tolle, positive Kommentare bekommen. Und wirklich nicht nur Kommentare, die sagen, ja, Hü, ich bin deiner Meinung, sondern halt wirklich auch Leute, die mit diesem Thema, mit Intoleranz gegenüber Homosexuellen auch schon mal in ihrem echten Leben Erfahrungen gemacht haben, diese Erfahrungen dann geteilt haben. Das hat mir nochmal sehr die Augen geöffnet, wie präsent dieses Thema Homophobie in der heutigen Gesellschaft noch ist und ja, wie schade es eigentlich ist und wie wichtig es einfach ist, dass man immer wieder darüber redet und den Leuten sagt, dass homosexuell sein keine Krankheit ist. Das ist natürlich, das ist Natur. Das ist, aber ja, darüber habe ich mich genug in der Pokémon Weiß 2 Folge aufgeregt. Falls ihr noch nicht gesehen habt, schaut rein, Pokémon Weiß 2 Part 6, Akzeptanz und Toleranz. Auf dem Thumbnail 20 küssende Frauen und 20 küssende Männer vor einer Regenbogenflagge. Nur so, falls ihr es auf dem Kanal suchen wollt und so ein bisschen meine Meinung zu Homophobie und dem ganzen Thema wissen wollt. Ansonsten gibt es viele andere große YouTuber, die wirklich tolle Videos darüber gemacht haben. Haider, Klängern, Ultralativ, KuchenTV hat auch ein tolles Video gemacht. Also ich denke, das Thema Homophobie hat jetzt, ich weiß nicht, also ich finde es gut, dass es behandelt wurde. Natürlich schade, dass es so einen Auslöser wie Mert hat, dass dieses Thema halt erst ins Gespräch kommt, wenn jemand richtig gegen Schwule hetzt. Aber ich denke, es ist dann doch ein gutes Zeichen, wie dann letztendlich die ganze Community zusammenhält, egal ob sie sich mag oder nicht, und gemeinsam gegen Homophobie ja, sich stark macht. War ein schönes Gefühl, da wirklich wieder gemeinsam als YouTuber aufzutreten und sich da alle gemeinsam hinter eine gute Sache zu stellen. Ist ein Gefühl, was man auf YouTube seit langem nicht mehr hat, seit es zu so einem Konkurrenzkampf geworden ist. War ein erfrischendes Gefühl, muss man so sagen. Ja, das ist noch passiert und ansonsten hatten wir jetzt, glaube ich, nicht mehr groß was. Ich kann sagen, dass ich weiter daran arbeite, 2 Breath of the Wild Videos am Tag zu bringen. Ich hoffe, ich schaffe das auch, aber das sollte eigentlich gehen, weil ich sehr viel Spaß beim Aufnehmen habe. Das heißt, Videos sind für mich sehr leicht zu produzieren, weil ich das Commentary sehr gerne mache und es dadurch auch immer motiviert klingt und ich mich nicht irgendwie zum Aufnehmen zwingen muss. Und ja, sonst, ja, ist eigentlich nicht viel passiert die letzte Woche. Es gab keinen besonderen Vlog, es gab jetzt auch kein besonders großes persönliches Event, was mich sehr geprägt hat, was ich jetzt hier noch unbedingt irgendwie ansprechen müsste, sage ich mal. Das Leben läuft und das Leben läuft gut und ich kann mich über nichts groß beschweren. Ich habe mich gestern wieder mit einer Freundin getroffen, es hat richtig Spaß gemacht.
Ich hatte den Freitag Urlaub. Die Arbeit tröpfelt so vor sich hin. Nichts besonders Positives, nichts besonders Negatives. Eigentlich wirklich eine sehr, sehr standardmäßige Woche. Ohne groß. Also wirklich Dienstag, Montag bis Donnerstag vergehen sauschnell. Am Dienstagabend habe ich noch einen Stream gemacht, der sehr viel Spaß gemacht hat. Das kann ich noch sagen. Noch kurz eine Sache zu den Streams. Ja, komm, fahren wir noch eine Runde, rede ich noch kurz über Streams. Aber gib mir kurz Zeit, ich muss noch kurz was eintippen. Oh, jetzt muss ich nachdenken. Boah, im Video was eintippen ist schwierig, wenn man sich gerade noch was. Wenn man gerade in einem anderen Thema ist. Ich weiß nicht, was ich schreiben wollte. Scheiße. Das Video bringt mich voll aus meinem Konzept. Ich habe nur noch die Videothemen im Kopf. Ja gut, ich schreibe später. Mach nichts. Thema Streams. Ich lese immer wieder in den Kommentaren. Yo, wann kommen meine Streams? Und ich würde euch bitten, diese Kommentare zu unterlassen, weil ich weiß, dass Streams sehr gern gesehen sind. Mir persönlich machen Streams auch sehr viel Spaß. Also es ist ja nicht so, dass ich mich irgendwie zwingen würde, Streams zu machen, damit es euch gefällt. Ich habe ja auch großen Spaß dran. Aber wie, glaube ich, in letzter Zeit eigentlich auf meinem gesamten Kanallaufbahn immer wieder wiederholt, Streams sind eine sehr schwierige Sache für mich, weil ich mindestens 2 Stunden am Stück Zeit haben muss. Und in diesen 2 Stunden auch nichts dazwischen kommen darf. Und das ist einfach sehr schwierig, wenn man arbeitet, halt immer um 5 Uhr nach Hause kommt, an 3 Tagen Training hat und natürlich halt nebenbei noch seinen Kanal führen muss. Ihr vergesst ja immer, dass ich auch immer die ganzen Videos aufnehmen muss. Und Streams sind halt nur dann möglich, wenn ich genug Videos für die nächsten 2 Tage habe, wenn ich kein Handballtraining habe und ich dann auch noch 2 Stunden Freizeit habe. Dann ist ein Stream möglich. Und das sind halt einfach sehr seltene Momente in meinem Leben, weil einfach immer, es gibt ja auch noch so viel Privatscheiß, den man halt ab und zu klären muss, der halt anfällt. Da muss man hier noch was einkaufen, da muss man dafür noch irgendwie kurz was vorbereiten und es wirft dann einfach immer gedanklich raus und damit ein Stream gut ist, muss ich halt wirklich einfach wissen, okay, ich kann mich jetzt 2 Stunden voll auf den Stream fokussieren, ich habe nichts anderes im Kopf und es darf halt auch nicht zu spät sein, weil diese Momente, wenn ich mit einem fertig bin, sind halt meistens immer 9 Uhr abends und dann einen Stream starten ist halt auch schwierig, deswegen. Ja, ich weiß, dass Streams gern gesehen sind. Ich weiß, dass ich die eigentlich öfters machen sollte. Aber ich bitte euch einfach darum, nicht immer in die Kommentare zu schreiben, wann kommt ein Stream. Weil ich selber Bock auf Streamen habe, aber da der zeitliche Faktor einfach nicht reinpasst. Und es nervt mich nicht, immer diese Kommentare zu lesen, wann kommen Streams. Aber es ermüdet, sagen wir es so, weil es immer so klingt, als ob ich euch die Streams nicht gewähren würde. Ich als arroganter YouTuber, der keine Streams macht. Es ist, wenn ich Zeit hätte, ich würde gerne jeden Tag für euch streamen. No joke. Aber es ist halt leider nicht möglich. Deswegen bitte ich da einfach um Geduld. Und wenn sich wieder Zeit für Streams finden, dann wird da auch ein Stream kommen, weil ich selber auch Bock drauf habe. So, das wollte ich noch kurz zu Streams sagen. Das soll es mit der heutigen Channel News gewesen sein. Wir hatten tolle Platzierung. Ich glaube, ich war 2 oder 3 Mal Erster und sonst immer 2. oder 3. Also war eine erfolgreiche Mario Kart 8 Runde heute. Eure Kommentare oder Gedanken zu den verschiedenen Themen gerne in die Kommentare. Und ich bedanke mich für euren Support. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche. Haut rein. Ich hoffe, ich konnte euch den Montag ein bisschen versüßen. Euer Hübi.